So, liebe Leute, wir machen heute nochmal am neuen Zoo-Eingang weiter. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was zu tun. Wenn ich nämlich mal aus dieser Perspektive schaue, dann würde ich vorschlagen, dass wir den Style von diesen Zoo-Eingängen hier nochmal ein bisschen übernehmen für das hintere Gebäude. Und da hätten wir zum einen diese Speerspitzen hier. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Vielleicht können wir auch tatsächlich hier insgesamt diese Teile mal kopieren. Und hier, guck mal, das ist ein bisschen mehr, als es ausschaut. Da müssen wir ein bisschen mehr mitnehmen. Das sind so Sachen, da wäre ich selbst vielleicht gar nicht drauf gekommen. So, und das setzen wir einfach mal hier drüben hin. Gehen mal aus der Baugruppe raus und verabschieden uns erstmal von diesen Zinnen hier, die auch gar nicht aus diesem Paket sind. So, dann können wir das nämlich viel schöner machen, würde ich sagen. Und ich übernehme einfach echt den Style von da vorne. Das gefällt mir nämlich wunderbar. Und hier mit den Zinnen bin ich noch gar nicht so happy, muss ich sagen. Also, das machen wir jetzt mal. Und da ist noch das eine oder andere Stück versteckt. So, und jetzt haben wir es blank. Gehen nochmal hier rein. Nehmen uns nochmal dieses Teil hier. So. Upsala. Falsche Tasten. Einmal duplizieren, einmal raus aus der Baugruppe, einmal rein in diese. Wenn das nicht die gleiche sogar ist, ne? Jetzt gucken wir mal. Es dreht jetzt hier irgendwie so ein bisschen. Das wollen wir natürlich nicht. Mal gucken. Vielleicht ist das doch Sinn der Sache gewesen hier. Ja, das war Sinn der Sache. Ich hab das Teil nämlich einfach noch nicht gerafft. Da fehlt nämlich was. Also, na gut. Kriegen wir hin. Machen wir so. Schieben wir schön nach vorne. An den Rand. Na, erstmal nur bis hier. Jetzt müssen wir doch zum perfekten Glück dieses Teil nochmal nehmen. Müssen es mit Steuerung X kopieren. Jawohl. Und fahren es jetzt nochmal nach hinten. Und dann... dann ist es komplett. So, Nummer 1. Und jetzt nochmal den ganzen Kram kopieren. Das hier geht jetzt auch mit. Und dann mal gucken, wie wir das hier so hinbekommen. Ja, und jetzt fehlt schon wieder was, ne? Nee, ist nicht. Hier. Eieiei, Matze. Also. So. So. Und jetzt, Salah, jetzt haben wir's. Okay. Könnte man fast mal zu einer Baugruppe machen hier. Geht das gerade? Ja, passt mal auf. Wir nehmen das nochmal raus. Stellen das nochmal hier hin. Gucken mal, ob wir das jetzt zu einer Baugruppe kriegen. Ja, weil als Bauplan, nee. In eine Gruppe einfügen, das ist jetzt auch nicht das. Doch, das ist das, was ich will. So, jetzt haben wir nämlich hier einmal dieses Teil. Und können es hier schön draufsetzen. Haben es nur aber nicht in unserer Baugruppe mehr. Ach, nicht mehr in dieser mit drin. Ja, Spiel, ne? Manchmal ist das so ein Ding mit dir. Also, pass auf, dann machen wir es doch anders. So. Okay, und du noch? Na, wir fangen einfach hinten an. Jetzt will es nicht so richtig. Einmal hier an die Kante. Einmal nach vorne. Und dann gucken wir mal. Jetzt ist ja hier alles schief. Müssen wir ein bisschen zusammenschieben. Oh, wie haben die das denn da drüben hingekriegt? Einfach hier hin und es war symmetrisch. Na, super.
Ist halt so, ne? Dann rücken wir uns einfach hier ein bisschen ein. So, passt ja schon. Wollen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Herr Papst selbst? Die nehmen wir nochmal mit. Und dann kommt das jetzt einfach hier hin. Machen wir noch ein bisschen nach vorne, oder? Ach, jetzt habe ich es angeklickt schon. Heute reicht mir tatsächlich einfach mal ungefähr. Auch diesen Zustand gibt es bei mir. Kaum zu glauben, aber wahr. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier in die Baugruppe einbringen, dann stellen wir es hier mal hin, dann kann nämlich das hier weg. Warum ich das jetzt tue, ist ganz einfach, damit ich das hier in der Baugruppe drin habe und nicht jedes Mal neu in die Baugruppe rein muss, wenn ich irgendwie das Ding kopieren will. Also, weg damit. Hier wieder öffnen, einmal alles kopieren, dann ist es ein bisschen einfacher. So, das reicht mir ganz ehrlich. Und jetzt brauchen wir es noch einmal hier vorne. Haben wir hier irgendwie sowas wie automatische Stapeln an? Nee, ne? Was? Lässt sich irgendwie gerade nicht so richtig gut bearbeiten, wie ich es gerne hätte. Müssen wir noch mal ein bisschen schieben jetzt. Oder wisst ihr was? Wir machen das mal noch einfacher. Das kommt mal weg. Das nehmen wir uns mal. Ja, es funktioniert auch nicht so gut, wie ich es gern hätte. Dies noch ein bisschen rein. Naja, der alleine ist es gar nicht, der hinten wäre es viel eher gewesen. Und der hier vorne auch. Und jetzt sehen wir schon, dass das hier nämlich nichts war. Ja, irgendwie will das heute nicht so recht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das reicht auch. So von weit weg betrachtet, geht das schon. So. Geht es hier oben weiter? Jetzt gibt es das nächste Drama. Einmal hier an die Wand dran. Jetzt hängt das nämlich hier tatsächlich auch nach hinten über. Hört mich jetzt im Moment auch nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und das ist irgendwie ein bisschen besser gedreht hier, ja, ne? So. Jawohl. So, und jetzt machen wir die beiden hier weg. Und das auch noch. Holen uns das hier hoch. Oh.
Kleines Stück nach oben. Und fertig. Und hinten lassen wir das einfach offen. Da brauchen wir jetzt irgendwie nichts, ne, würde ich sagen. Außer vielleicht da hinten an der einen Stelle. Guck mal, wie das ausschaut, wenn wir das einmal hier so säumen. Den lassen wir einfach verschwinden hier, den anderen Zinken, ne? So. Und weg damit. Jawohl, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal rüber kopieren. Mach jetzt tatsächlich mal so. Die nehme ich noch nicht mit, nein. Ist noch irgendwas? Ja, da habe ich noch einen Teil mehr vergessen mit zu kopieren. Ah, das können wir noch ausbessern, können es aber auch lassen. So, das kommt jetzt hier rüber. Ja, und noch was vergessen, okay. Auch nicht schlimm. Ungefähr mal so. Dann machen wir das hier noch. Wird irgendwie immer weniger, was ich hier mit kopiere, gell? Kann schon irgendwie sein. Das nehmen wir noch mit. Und dann hier hinten noch. Manchmal sind es drei, manchmal sind es vier Teile, die ich kopiere. Ich verstehe es nicht ganz. Hätte es nochmal ein bisschen besser auseinandernehmen sollen, dann hätte ich es vielleicht besser gesehen, was ich hier alles so habe. So. Ah ja, passt auf. Das hätten wir nicht ganz alles gebraucht, ist aber auch nicht wichtig. Machen wir es halt wieder weg. Und das auch. Bisschen Strukturen sparen. So, und dann noch hier oben die Ecke. Frag mich, ob es schneller geht, wenn ich die nicht einfach hier mir nehme. Könnte einfacher sein. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und wo noch? Hier noch an die Seite, jawohl. Dann fangen wir vorne an. Habe ich denn das hier gemacht, auf der Seite? Ah, da hat die Wand nicht übergestanden. Okay. Dann.
müssen wir dir noch reinziehen, oder? Und dann haben wir das Thema aber mit... Mit der hier auch. Ach du Schreck. Nee, dann machen wir den ganzen Turm kaputt. Ist aber auch überhaupt nicht wichtig. Sieht gar keiner. Kann einfach so bleiben. Jawohl. So. Hier hinten quer haben wir noch eins. Das fehlt auf der Seite. Okay. Dann nehmen wir das hier. Setzen das noch irgendwie hier unten hin. Und dann ist das auch gut, ne? So, und dann haben wir noch was gesehen. Die hier. Passt auf, das müssen wir auch mitnehmen. Das finde ich auch mega gut, die Idee. Hier so als schöne kleine Eckverzierung. Oh, jetzt ist es aber sehr sprunghaft hier. So. Muss jetzt ein bisschen hoch. Dann sind wir hier echt so ein bisschen hier in dem Stil einheitlich geblieben. Das finde ich sogar richtig gut. Jawohl. Nummer 1. Davon machen wir aber nicht zu viele, sonst sieht das blöd aus. Nummer 2. Ich würde mal sagen, nur hier an den Ecken, wo es so ein bisschen nach innen gewandt ist, oder? Das heißt, hier könnte man doch 2 hinmachen. Oh, da hat er jetzt ein bisschen eine Spieß im Pobbes. Ah, da fehlt noch was. Da haben wir auch was vergessen. So. Ja, es gefällt mir nicht ganz so gut gerade, weil der Spieß nicht so richtig schön steht, was die Position angeht. Insofern rücken wir den nochmal ein bisschen ein. Der hier könnte tendenziell weg, aber der bleibt jetzt einfach. Hier rücken wir auch nochmal ein. So. Und dann... Ist natürlich ganz cool, wenn wir diese Türmchen hier auch noch hätten. Wenn die jetzt da oben überhaupt hinpassen. Das probieren wir mal aus. Ja, warum nicht, ne? Ist doch eigentlich ganz nice. Frage ist, ob hier oben auch noch 2 hingehören. Ja, tun sie. Einmal hier. Einmal ungefähr da. Jetzt ist es doch mal deutlich besser, oder? Das sieht doch schon mal viel geiler aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und, ja, ich würde sagen, wir lassen das hiermit mal gut sein für den Eingangsbereich. Das sieht schon mal ganz top aus. Wir können natürlich hier noch ein bisschen dekorieren, aber ich denke, wir gehen sowieso nochmal zum Dekorieren durch den gesamten Zoo durch. Dann könnten wir hier auf jeden Fall noch was mit den Gebäuden... Was ist denn da passiert?
Nun. Ich würde mal sagen, das war ein kleiner Fail. Gucken wir mal, ob wir das schnell korrigiert bekommen. Ja. Sind wir doch flexibel, ne? Ist alles noch da? Gut. Also wie gesagt, hier, das machen wir nochmal ein andermal. Wir haben jetzt hier unsere Eingänge hier drüben. Hier, das ist der offizielle Zoobereich. Hier drüben, das wird noch ein bisschen so Restaurant und Merch. Und hier hinten, da haben wir jetzt noch die nächsten Baustellen. Also hier, nächstes Mal auf jeden Fall Rothirsche. Da machen wir dann unseren Unterschlupf. Und ich würde sagen, wir warten nochmal, ob noch irgendwas von euch kommt. Und ansonsten mache ich das nächste Mal was auf eigene Faust. Ich sage an der Stelle heute mal ein bisschen früher als sonst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.